Ja, hallo. Mein Name ist Olli Sushi. Im Rheinland sagt man Sushi. Eigentlich ist richtig Suchi, das ist polnisch trocken. Ich hoffe, es wird nicht so trocken in den nächsten 20 Minuten, wobei ich gesehen habe, wir haben nicht mehr so viel Zeit, wir sind ein bisschen enger. Ich versuche das mal kompakt. Es ist ein Riesenthema, KI und Arbeit. Wir haben vorhin einen tollen Vortrag gehört von Dirk, der nicht Dirk heißt. Fand ich super spannend. Ich würde gerne ein bisschen dahinter schauen. Nicht hinter das Marketing, aber quasi was für die Arbeitswelt dahinter steckt. Und wir reden über, jetzt mal gucken, ob es funktioniert, über KI in Deutschland seit ein paar Monaten. Mich wundert es eigentlich, dass es so spät kommt, weil eigentlich Arbeiten 4.0 dieses Thema viel früher hätte aufrufen sollen. Es wird zum Teil so gesehen oder auch so. Dirk hat das eher so gesehen. Wir liegen so dazwischen. Unser Punkt ist, tatsächlich, wie können wir eigentlich KI nutzen für gute Arbeit? Weil das ist unser Ziel als DGB. Wir haben das vielleicht noch vorausgeschickt, vor 4 Jahren angefangen mit einem Projekt zur Arbeit der Zukunft. Wir haben das in diesem Jahr verändert in eine Abteilung digitaler Arbeitswelten, weil wir gemerkt haben, auch in den letzten Jahren schon, die Frage der Digitalisierung ist die Zentrale für die Arbeit der Zukunft. Wie es wird, ich halte es da immer mit dem guten Popper, man weiß es nicht genau. Ja? Auch alles, was wir hören über die Frage, wie viele Jobs wegfallen und wie viele dazukommen. Das Pew Institute hat mal eine Umfrage gemacht 2013. Die haben gesagt 50-50. Und wahrscheinlich kann man das, ist das noch wahrscheinlich, was am nächsten dran ist. Auch die neuesten Prognosen zeigen genau dieses Bild. Es entsteht Neues, es fällt Altes weg. Aber da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, sondern die Frage, wie kann man eigentlich KI gestalten und was steckt dahinter? KI ist sicher da und es hat ein Riesenpotenzial. Das haben wir vorhin schon gehört, als wir ins Jahr 2028 geblickt haben. Klar ist auch, das ist gestaltbar. Ja? Das sagt auch jeder Politiker und jede Politikerin gerne. Gucken wir mal dahin, was das eigentlich heißt. Wir reden über Assistenzsysteme. Ja, die also Arbeit, menschliche Arbeit unterstützt. Wir reden aber natürlich auch über Automatisierung. Und ich würde gern nachher noch einen anderen Aspekt hinzufügen, weil das ist nur die Oberfläche. Ja, diese Diskussion ist tatsächlich nur die Oberfläche. Was haben wir als politisches Narrativ? Klar, der Mensch entscheidet. Künstliche Intelligenz wird von Menschen gemacht. Ich nenne es übrigens jetzt alles mal KI, ne? Das ist Machine Learning, also ist ein bisschen was anderes und Intelligenz finde ich auch irreführend, aber das ist momentan die Diskussion. Also der Mensch entscheidet und die Frage ist, wer ist es eigentlich, der Mensch? Ja, da machen wir mal Fragezeichen dran. Wenn wir in die politische Landschaft gucken, auch Frau Merkel entscheidet sehr viel. Gerade wurde eine Strategie zur KI vorgestellt. Frau Zirden hat das angesprochen und da heißt es, wie auch schon in der ganzen Diskussion um Digitalisierung und Arbeit, der Mensch steht im Mittelpunkt. Da gibt es ein schönes Bonmot, für die Techniker steht er eigentlich da meistens im Weg. Was heißt das also? Kriegen wir die gleiche Debatte, die wir vor ein paar Jahren begonnen haben? Wir haben es gerade gehört über das Weißbuch 4.0, Grünbuch, Weißbuch, sehr viele Initiativen. Am Ende hieß es immer, Chancen und Risiken sind da, ohne dass man irgendwie mal eine Idee gekriegt hat, wie kann man denn diese Chancen eigentlich realisieren und die Risiken minimieren. Ja, aus meiner Sicht gibt es seit ein paar Jahren so einen gewissen Putt und das ist so meine Befürchtung, fängt jetzt gerade wieder mit KI an. Da reden wir auch wieder über Chancen und Risiken. Mal sehen. Und damit glaube ich, ich meine das gar nicht so witzig, glaube ich, hängt man viele Leute ab, wenn man immer nur sagt, ja, der Mensch im Mittelpunkt, wir müssen die Menschen mitnehmen, aber keine Idee wirklich entwerfen kann, wie man es denn machen will. Ich sage nicht, dass es trivial ist, aber ich glaube, dass man da weiterkommen muss. Was steckt denn eigentlich dahinter? Wir reden über den Menschen, wir reden über Technologie erstmal. Wir reden natürlich auch über Ökonomie.
Ja, ich glaube, dass KI der zentrale Punkt wird in der Ökonomie der Zukunft, genau wie Digitalisierung insgesamt die Infrastruktur für die Ökonomie des Morgen macht. Und wir reden über Gesellschaft. So, und dann ist die Frage, was brauchen wir? Klar, wir brauchen Innovation, wir brauchen Know-how. Da wurde heute auch schon drüber gesprochen, ist Teil des Themas heute. Wir reden aber auch über Datenmacht, wir reden über Finanzkraft. Ja, und dann reden wir noch über Kontrolle. Ja, gesellschaftliche Kontrolle oder reden wir über die Kontrolle derjenigen, die diese KI entwickeln und damit arbeiten. Das sind Interessen, die miteinander in Verbindung gesetzt werden müssen, wenn wir darüber reden, wie die Arbeit der Zukunft aussehen soll. Wie funktioniert das heute? Der Dirk, der nicht Dirk ist, hat das wunderschön dargestellt. Es geht eigentlich um Convenience. Ja, ich habe ein Beispiel und kann auch jedes andere nehmen. Flughafen Hamburg, Google besorgt uns den Kaffee. Guter Kaffee. Wer sagt eigentlich, was guter Kaffee ist und wer sagt eigentlich, wo ich den finde? Das macht mein Assistent, richtig. Das ist nicht nur Convenience, das ändert Wertschöpfung. Ja, das heißt, hier wird eingegriffen in Wertschöpfungsstrukturen, in Wirtschaftsstrukturen und zwar massiver Art. Wenn wir uns angucken, was gerade im Handel los war, ich war aber beim Handelsverband, da gab es eine Riesenaufregung, das war schon im letzten Jahr, über die Frage Voice. Alle diese Assistenten, ist egal welche das sind, haben eine Funktion und die ist die, dass sie quasi die Kundenbeziehungen vollständig ändern. Embrace AI, hier wird der Kunde, die Kundin wird umarmt und quasi abgekapselt, das ist das Ziel. Ja, wir wollen nicht, dass der Kunde sich groß entscheidet, sondern wir entscheiden über KI für den Kunden. Es ist bequem. Das Ganze geht dann noch ein bisschen weiter, wenn wir über das Internet der Dinge reden. Also die komplette Vernetzung der Dinge und der Menschen. Und in dieser Vernetzung, in dieser digitalen Vernetzung, das Ziel der Verkapselung des Einzelnen, um darüber in die Wertschöpfung zu gehen. Ein anderer Punkt bei der ganzen Frage ist noch die Frage von Überwachung und Kontrolle. Das hat Dirk, der nicht Dirk heißt, vorhin nicht so erwähnt. Also die Frage ist eigentlich, was weiß eigentlich ein lernendes System, was weiß eine KI eigentlich über mich? Was weiß mein Assistent? Was passiert da? Da machen sich wenig Leute Gedanken drüber. Ich finde, das könnte man. Ich komme gleich aber zur Arbeit, weil da wird es wichtiger. Wir hören jetzt zwischen Mensch und Maschine immer diese neuen Beziehungen, die sich entwickeln. Wir hören über Partnerschaft, die Maschine und ich. Wir hören auch über intuitives Verständnis der Maschinen, für mich. Was wir nicht hören, sind die Machtverhältnisse, die eigentlich dahinter stehen. Was wir nicht hören, ist, dass diese Technologie von Menschen gemacht wird und dass die Interessen haben. So viel zum Hintergrund. Wenn wir uns in die Gesellschaft oder wenn wir mal in die Gesellschaft blicken, ich habe vom Bitkom, das sind jetzt nicht unsere engsten Partner, aber ich finde die okay. Die haben, naja, jeder hat seine Interessen. Wir arbeiten da gut zusammen, kein Problem. Aber ich finde diese Zahlen ganz interessant, weil sie zeigen, die Leute sehen Vorteile. Ja? Also was Weiterbildung angeht, was Arbeitsorganisation angeht, also KI hilft uns. Gleichzeitig, die ist vom letzten Jahr, zeigt diese Umfrage, dass die Leute ganz schön Sorge haben. Also wenn ich mir angucke, dass 50% von der Entmündigung sich fürchten, nun ist immer die Frage, wie man fragt und künstliche Intelligenz ist für viele bedrohlich, vielleicht sollte man das nicht überbewerten, aber es gibt da ein gewisses Unbehagen. Und jetzt gucken wir mal in die Arbeit, ja, weil wir haben natürlich die Frage von Möglichkeiten der Humanisierung, das zeigt sich auch in den Hoffnungen der Menschen. Wir haben die Frage von Arbeitsplatzabbau, aber wir haben noch eine dritte Dimension und das ist die Optimierung. Denn KI optimiert und die optimiert auch den Menschen und zwar auch die arbeitenden Menschen. Und die Frage ist, ob wir am Ende in so ein System kommen. Ich zitiere da immer gerne den Professor Böß aus München vom ISF, der nennt das System permanenter Bewährung. Das heißt, es gibt Möglichkeiten und im Grunde kann das jedes, die Beschäftigten nicht nur zu kontrollieren, sondern auszuwerten, auszulesen und damit, das kann man dann nutzen, wie man es will, auch zu einer besten Auslese zu kommen. Ja, das heißt, da wird sich massiv was verändern
im Verhalten von Beschäftigten, wir haben heute schon ein Riesenthema mit, oder seit Jahren schon ein Riesenthema mit der Frage psychische Belastung. Ich glaube, wenn man das nicht ordentlich gestaltet, wird das ein Riesen, also das Problem noch größer. Wir haben so einen Index, Index Gute Arbeit heißt das. Wir haben da mal die Beschäftigten gefragt, das ist repräsentativ, das war auch 2016 schon. Das Gefühl, sich ausgeliefert zu fühlen, ist relativ verbreitet. Ja? Das heißt, wir haben ein gewisses Unbehagen, mal vorsichtig ausgedrückt. Kommen wir zur Strategie. Die Strategie der Bundesregierung ist gerade veröffentlicht worden. Da hören wir oft dieses Wort. Ja? Und wenn Politiker darüber sprechen, dann hören wir es eigentlich in jedem Satz. Das Thema Akzeptanz. Akzeptanz von KI in der Arbeitswelt. Ich glaube, ein entscheidendes, quasi um auch zu gewährleisten oder überhaupt zu ermöglichen, dass wir die Chancen nutzen und für bessere Arbeitsbedingungen, das geht nämlich, brauchen wir die Akzeptanz der Beschäftigten. Weil sonst kann es ziemlich schief gehen. Die Frage ist, wie geht das? Und wenn wir nochmal zurückgucken im Privatleben, das ist alles Bequemlichkeit, das ist auch Konsumentenvertrauen, da gehört auch ein bisschen was anderes dazu, aber eigentlich Hauptsache, es ist bequem, es funktioniert, es ist schnell und kostet mich im Zweifel auch noch nicht mal was. Wie ist das in der Arbeit? Das klappt mit Convenience nicht. Davon kann man mal ausgehen. Es gibt dann dieses Narrativ, wir müssen die Menschen mitnehmen. Für mich ist das zu wenig. Nur die Menschen mitzunehmen, heißt nämlich eigentlich, sie nicht ernst zu nehmen. Man muss sie ermächtigen, ertüchtigen und man muss ihnen die Möglichkeiten einräumen, das mitzugestalten. Das ist unser Ansatz, denn es geht bei KI um die Frage, welches Ziel steckt dahinter? Welches Ziel gebe ich diesem System? Wer entscheidet darüber? Sind da möglicherweise Zielkonflikte? Wie gehen wir denn damit um? Wie schaffen wir einen Ausgleich von Interessen? Und zwar in der Entwicklung dieser Systeme. Wenn ich die Idee habe, ich will, was ist mein Ziel, wo will ich hin, dafür dies schon mitzudenken, auch die Frage von Kontrolle, von Transparenz und natürlich von Verantwortung. Wir haben da in Deutschland so ein Modell. Das heißt Sozialpartnerschaft. Und darauf würde ich gerne jetzt am Ende noch eingehen. Das ist unsere Idee zu sagen, wie kann man das eigentlich von vornherein gestalten, dass die Beschäftigten nicht nur mitgenommen werden, sondern dass sie wirklich partizipieren können, dass sie darüber mitbestimmen können, für welche Ziele solche Systeme für den Betrieb eigentlich gebaut werden. Und wir nennen das Gute Arbeit by Design. Denn das, was ich auch mitgebracht habe, ist ja manchmal das Problem. Schwer zu verstehen, auch für die Geschäftsführung oft. Das sind nicht nur die Beschäftigten, da wird dann was versprochen, da wird dann was in Gang gesetzt und dann funktioniert es nicht und wer ist denn eigentlich schuld? Die Frage ist, kriegen wir nicht das hin, dass wir die Communities enger zusammenbringen, die die entwickeln, die die beraten, die die umsetzen, ja, dass wir da bessere Ergebnisse kriegen. Ich bin auch in der Plattform Lernende Systeme des Bundesministeriums für Forschung und Bildung. Da haben wir das mal diskutiert. Wir sind noch mittendrin. Mein Ansatz wäre der, dass wir sagen, wir müssen die Partizipation ganz am Anfang, ja, bei der Entwicklung und dann auch in der ganzen Kette, Umsetzung und so weiter stärken. Aus meiner Sicht auch die Frage der Mitbestimmung, die dann nicht up to date ist. Denn die Frage ist ja, was können wir überhaupt, oder wir müssen nicht die Frage, der Punkt ist, wir müssen abschätzen, was gibt es für Folgen, ja, für die Frage von neuen Belastungen. Belastung ist völlig neutral, das ist nicht schlimm. Belastungen können auch gut sein. Wie wirkt sich das aus? Ja, und wie können wir das verbessern, dass wir keine Fehlbelastung kriegen? Die Frage Datennutzung. Wie nutze ich die persönlichen Daten der Beschäftigten? Was sind die Deals? Ja, also was kann ich dadurch in der Arbeitssituation verbessern und was gebe ich dann vielleicht auch dafür her? Die Frage der Qualifizierung.
Ja, wir reden alle, wir brauchen neue Skills. Wir müssen doch wissen, was eigentlich sich ändert durch ein KI-System im Betrieb, damit wir wissen, wie wir die Leute qualifizieren sollen. Gerade wurde eine Studie veröffentlicht von der Uni Augsburg zum Digitalstress. Das größte Problem ist, dass die Leute nicht anständig qualifiziert sind für das, was sie tun sollen. Kriegen wir am besten hin, wenn wir das frühzeitig abschätzen können. Ja, also diesen präventiven Gedanken. Dazu kommt noch die ganze Frage von Transparenz. Wie funktioniert das eigentlich und kann ich intervenieren? Als Betrieb, jetzt nicht unbedingt als Betriebsrat, sondern als Betrieb selber, wenn ich sehe, das funktioniert nicht. Und das kann man mal vom Betrieb in ein Krankenhaus, wo auch immer, das kann man auch in eine Stadt projizieren. Das gilt im Grunde überall, dass man die Stakeholder zusammenholt, ja, und die zusammen entwickeln lässt und zusammen abschätzen lässt. Da braucht man, glaube ich, auch, und das finde ich sehr gut an der KI-Strategie der Regierung, Beratung. Da braucht man auch Beratung von Betriebsräten, da braucht man aber auch Beratung von Geschäftsführern, von Unternehmern. Ja, das wird nicht so ganz einfach sein, aber diesen Anspruch sollten wir doch zumindest haben. Das ist für mich gute Arbeit bei Design, also von Anfang an diesen Prozess gemeinsam zu entwickeln, und das geht nicht ein bisschen mit flauschig Partizipation. Wenn man heute in die Betriebe guckt, wo die Sozialpartnerschaft gut funktioniert, das ist leider nicht 100%, da sehen wir aber, dass es auch immer natürlich, es ist Sozialpartnerschaft, ist auch Konfliktpartnerschaft. Ja? Und die Frage ist, welche Möglichkeiten dann Betriebsräte, wenn sie denn auch wirklich, die müssen natürlich auch in der Lage sein, das ist klar, aber da wirklich auch Initiativen zu ergreifen und das mitzugestalten, da glaube ich, ist Luft nach oben. Ich will das nicht vertiefen. Die Frage ist, kriegen wir solche Zielkonflikte vorher geklärt? Ja, das wäre natürlich das Ideal. Ich glaube, dass man darüber den Beschäftigten auch Ängste nehmen kann, dass man das damit versachtigt, dass man sagt, hier bei uns im Betrieb, so machen wir das, das wollen wir und so geht's. Dass man darüber dann natürlich auch die Offenheit kriegt, die man braucht. Ja? Und siehe da, dann hat man auch die Akzeptanz im Betrieb. Das ist ein sehr idealer Weg, das ist mir schon klar. Aber ich habe mir mal einen Betrieb angeguckt in Süddeutschland, die haben so eine, in der Kommissionierung, das sind Getränkehersteller, die sind voll durchdigitalisiert, die haben Mary. Die heißt nicht Siri oder sonst, die nennen die wirklich Mary. Und die haben das geschafft, die Arbeitsbedingungen da sehr zu verbessern, in einem sehr langen, beteiligungsorientierten Prozess, mit klaren Regeln, denn dieses Mary weiß alles. Und Mary weiß, wie lange wer was macht, die schickt die Leute hin, was sagt ihnen, was sie tun sollen, die müssen mit ihr kommunizieren. Und ja, da ist volle Transparenz, einseitige Transparenz. Und die haben aber Regeln dafür gefunden, wie das funktioniert. Das gibt zum Beispiel eine Betriebsvereinbarung dazu, dass es keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen hat. Das heißt, wenn einer mal eine Pause macht, die länger war, als sie vielleicht sein soll, kann man mal drüber reden, wenn es öfter vorkommt, aber das hat nicht, das ist ausgeschlossen. Und hier ist aber Sozialpartnerschaft die Frage, denn die haben, das muss ich dazu sagen, einen Organisationsgrad gewerkschaftlichen von 98% in diesem Betrieb. Damit hat man natürlich auch die entsprechenden Möglichkeiten. Das darf man nicht vergessen. Also es geht, und das ist nochmal, um auf den Anfang zu kommen, die Ansprüche an KI ist vielleicht gar nicht richtig, sondern die Frage ist, Ansprüche an die Gestaltung von KI für gute Arbeit. Danke.